So, zweite Episode. Quatsch, zweite Map, meine ich doch. Wieder sag ich immer Episode. Ist doch behindert. Okidoki. Boah, Alter, Licht. Fuck. Sieht doch geil aus. Oh, das war heftig. So, hier war jetzt das Secret. Genau. Thank you very much. Dankeschön. So. Ach so, übrigens ist mir gerade noch eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer richtig erzählt hatte. Weil es gibt natürlich zwei Maps. Es gibt einmal, also jetzt für die Texturen. Zum Beispiel, dass man das hier sieht, obwohl es dunkel ist, eigentlich alles. Das gibt es ja auch noch, und das ist diese sogenannte Brightness Map, die kann man auch bei GZU aktivieren oder deaktivieren. Ich weiß gar nicht, ob es standardmäßig aktiviert ist. Also ist hier praktisch bei, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ist hier, Textoption, und dann, nee, er nicht, dann war es doch hier drinnen. Genau, Shadow Map ist was anderes. Das ist diese Light Maps, das ist das mit diesen Wänden. Weiß ich nur nicht, wo diese Shadow Map ist. Quatsch, Brightness Map. Wahrscheinlich aktiviert er die automatisch, sobald man diese Dateien liest. Reinladet. Ihr habt ja bei mir immer in meiner Konsole gesehen, immer wenn ich die Dinger starte, dann lade ich da auch noch verschiedene Dateien. Und unter anderem habe ich da einmal eine Lightmap. Das ist das, was hier diese Struktur auf den Texturen ermöglicht, obwohl die Textur selber glatt ist. Und dann gibt es noch eine Brightness Map. Und die ist praktisch das, was halt dafür sorgt, dass Sachen auch dann leuchten, wenn die Textur selber dunkel ist. Heißt also zum Beispiel bei diesen Mannequin, dass die Augen leuchten, obwohl die Person selber dunkel ist. Normalerweise ohne Brightness Map wäre das natürlich nicht möglich. Und deswegen kannst du auch früher bei Vanilla du nicht. Was ist wieder hell? Achtung. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch diese Shadow Map. Das ist dann wieder was anderes. Das ist praktisch damit, dass halt Sachen auf dem Boden halt die Schatten berechnen können. Weil normalerweise berechnet man ja Schatten anhand der Geometrie von den Körpern. Das wiederum ist relativ rechenaufwendig. Und deswegen macht man das halt mit diesen Shadow Maps, wo praktisch die Schatten vorgerendert sind. Ja, komm, finde ich. Dankeschön. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gerade Shadow und Brightness Map nicht durcheinander bringe, aber. Achso, Licht. Auch so gibt's auch. Man sieht doch alles. So, Rucksack habe ich jetzt. Kann ich mir das da mitnehmen? Das ist hier einfach so fucking dunkel. Ah. Ich hoffe nur, YouTube stellt es auch so schön dar. Weil ich persönlich nehme es immer mit voller Qualität auf.
Heißt also, wenn ich mir die Videos, die ich selber aufgenommen habe und encodiert habe, also ich mache ja praktisch immer mehr Kanalaufnahme. Heißt also praktisch, ich nehme zum einen das Video selber erstmal im relativ Rohformat auf. Heißt also praktisch im MPEG 2 Stream, allerdings mit voller Qualität. Heißt also mit bis zu 90 Megabit pro Sekunde, das ist schon eine ganze Menge, erzeugt eine extrem große Datei, dafür sind alle Details da und er kann es halt, weil MPEG 2 ist, auch gut Echtzeit rendern, hat allerdings halt den Nachteil, dass ich dann halt nochmal danach konvertieren muss in H264. Das sieht ja cool aus. Okay. Nippelschalter. Und da konvertiere ich halt mittels FFmpeg, beziehungsweise AV-Convert, was ja auf FFmpeg aufbaut, beziehungsweise beide bauen auf LibAV auf, was von FFmpeg kommt ursprünglich, ist auch egal. Heißt also, auch da nehme ich die höchstmögliche Qualität. Das Problem ist nur, ich persönlich sehe jetzt für immer alles bei den Videos, die ich erstelle und die ich auch hochlade, da ist jeder kleine Detail zu sehen. Aber wir alle wissen ja, dass YouTube selber die Videos ja auch nochmal konvertiert. Und dementsprechend ist halt da immer fraglich, was denn YouTube aus den Videos macht. Ob da diese ganzen feinen Details hier wirklich auch alle erkennbar sind. Von daher hoffe ich einfach mal, dass diese Map hier überhaupt für euch genauso schön aussieht. Dass diese Map hier für euch genauso schön aussieht wie für mich. Nicht, dass ich jetzt hier gerade in Lust und Laune schwelge und ihr persönlich seht hier einfach nur so einen Pixelbreihaufen. Was war das denn gerade? Da haben die Gedärme erstmal eine Wendenpong gespielt. Sieht aber wirklich richtig auch geil aus. Ist das krank, ist das cool. Was ist das hier? Oh. Ja gut, ob das jetzt hier so sein soll, ich weiß ja nicht. Es sieht schon seltsam aus. Aber gut. Wir wollen uns mal nicht drüber beschweren. Dafür ist die Map einfach zu geil. Unsere Mini-Shane-Gun. Mini-Shane-Gun sag ich schon. Unsere Kettensäge. Achso, ja eben. Beauty Doom hat übrigens auch noch bei den meisten Waffen auch noch eine Sekundärfunktion. Heißt also, bei der Pistole zum Beispiel ist links, also primär ist halt normal schießen und sekundär ist halt weiter nicht schießen. Die hat also alle anderen Waffen haben bei Primärfeuer das normale Feuer und bei Sekundärfeuer halt ja Nahkampfangriff praktisch. Also entweder mit der Waffe zuschlagen oder bei der Kettensäge halt mit dem Fuß treten. Also die einzige Waffe, die wirklich zwei Modis hat, ist eigentlich so wirklich nur die Pistole, die man dann beidhändig halt benutzt. Ansonsten ist halt bei allen anderen Waffen die Möglichkeit, noch Nahkampfwaffen zu benutzen. Sowas hier zum Beispiel. Und damit keine Munition zu verschwenden. Was schon nicht schlecht ist. Macht voll Spaß. Kommt alle her. Perfekt. Das gefällt mir. Wo ist jetzt hier Secret? Da. Dankeschön. Na komm, danke. Ist da noch jemand? Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal Richtung Ende der Map.
Zieh dir mal ein Neid auf. Okay. Interessant. In meiner Erinnerung war da nur ein Schalter. Warum da zwei Schalter sind, ich weiß es nicht. Autsch. So. Sieht eigentlich relativ gut aus. Dieses Modem einfach im Hintergrund, ey. Okay. So viel zu Map 2. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich die restlichen Lemon früh. Auf jeden Fall werde ich mir für die Beine vertreten. Mal gucken, ob ich heute noch weitermache. Ansonsten, ja, werde ich dann morgen wieder im Laufe des Tages mal wieder ein bisschen Back to Saturn. Oder dann morgen Abend, denn, oder vielleicht sogar schon morgen früh, denn nochmal Dark Doom. Aber wie gesagt, vielleicht spiele ich auch morgen wieder ein bisschen Back to Saturn. Mal gucken. Werdet ihr denn sehen, was dann alle die Tage denn ankommt. Von daher, ciao. Mit V.